In diesem Video möchte ich Ihnen kurz die Unterschiede zwischen den Lackprüfern IT 111 bzw. IT 111S erläutern. Dazu haben wir die beiden Geräte hier nebeneinander platziert. Das Lackdickenmessgerät IT 111S wurde speziell auf Wunsch unserer Kunden konzipiert, um ein Gerät mit einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis zu bekommen. Die einzelnen Unterschiede im Detail werde ich Ihnen jetzt kurz erläutern. Dazu schalte ich das IT 111 zunächst mit einem kurzen Druck auf den Sensor ein. Die Bedienung des Geräts IT 111S, also dieses Geräts, wurde vereinfacht. Beispielsweise hat das IT 111S nur einen automatischen Modus, um den Untergrund zu ermitteln. Im Gegensatz zum IT 111, hier haben wir eine Fn-Taste für die manuelle Umschaltung zur Untergrunderkennung. Jetzt befinden wir uns im Modus Non-Ferr für nicht-eisenhaltiges Metall. Und jetzt haben wir über diese Taste in den Modus Ferr manuell umgeschaltet. Ferr steht für eisenhaltiges Metall. Selbstverständlich kann auch das IT 111 den Untergrund automatisch erkennen. Des Weiteren haben wir, um den Wunsch unserer Kunden, die nicht unbedingt ein LED- bzw. UV-Licht benötigen, zu entsprechen und den Preis dadurch reduzieren zu können, diese beiden Funktionen aus dem IT 111S entfernt. Dadurch entfällt auch diese Taste hier mit den entsprechenden Funktionen. Das LED-Licht bzw. das UV-Licht, mit dem man zum Beispiel Geldscheine oder Kfz-Papiere auf ihre Echtheit überprüfen kann. Außerdem haben wir die Gummischutzhülle aus dem Lieferumfang entfernt, um auch dadurch nochmals den Preis weiter reduzieren zu können. Die Gummischutzhülle wird eigentlich nur bei gewerblichem Einsatz bzw. bei wirklich sehr, sehr häufigem Gebrauch benötigt. Somit hat das vereinfachte Modell IT 111S nur noch drei Tasten mit intuitiver Bedienung. Die Nulltaste, die zur Kalibrierung auf den Nullpunkt dient, bzw. zum Zurücksetzen in die Werkseinstellung, indem man sie länger drückt und hier diese vier kleinen Nullen erscheinen. Dann die Taste für die Displaybeleuchtung und eine Call-Taste, die zur Kalibrierung auf eine Standarddicke dient. Außerdem wurde die Nulltaste nach oben platziert, ganz einfach aus dem Grund, damit die Taste für die Displaybeleuchtung während der Anwendung bequemer mit dem Daumen erreichbar ist. Gut, das waren soweit die Unterschiede zwischen den beiden Geräten. Das IT 111S können wir durch das Weglassen der LED- bzw. UV-Lichtfunktion und der Gummischutzhülle zu einem günstigeren Preis als sein Vorgängermodell anbieten. Beide Modelle verfügen über eine sogenannte Selbstkalibrierung, sprich Werkseinstellung, die vollkommen ausreichend ist, um die entsprechenden Lackdickenunterschiede feststellen zu können und dadurch Rückschlüsse auf eine Nachlackierung ziehen zu können, ohne dass man die Geräte vorher nochmals extra kalibrieren muss. Das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.